Das ist der sogenannte Reiseschlag. Das heisst, von hier aus wird gereist, auf die Wettflüge gegangen und die Tauben kommen da wieder hierher. Ich habe unterteilt in drei Abteile. Wir haben hier hinter mir das Mäntli-Abteil. In der Mitte sind die Weibli und das Hinterste sind die Jungtauben, die alle separat gehalten werden. In der Regel haben wir die so separat, von Zeit zu Zeit lassen wir sie auch wieder zusammen, wie gerade jetzt, wo sich hier oben alles bewegt und alle tun können, was sie wollen. Wir haben hier die sogenannten Trainingsboxen. Die brauche ich, wenn ich selber Trainingsflüge mache. Ich kann die Tauben gut hier rein tun. Und das hier ist die Rückseite dieser Boxen. Hier kann ich sie tränken und sogar auch füttern, wenn ich will, dass jede Taube versorgt ist, wenn es länger geht oder auch immer zu trinken hat. Wenn wir nachher einen Auflass machen, kann man nur vorne auftun und die Tauben können alle miteinander raus. Jetzt tun wir die Tauben zu unserem Training einfach hier einsetzen, damit wir alle dabei haben. Wenn sie vom Wettflug heimkommen, dann müssen sie vorne reinkommen, laufen über die Antenne. Und jede Taube hat hier einen Chip drin, dann wird sie registriert und ganz genau, wenn das sie heimkommen ist. Das heisst, sie haben auch ihre Abteile hier hinten mit Pärliweis. Die Taube hat eigentlich das Leben lang den gleichen Partner. Und wenn wir im Frühling verpaaren und Junge züchten, dann kommen die Männchen und die Weibchen zusammen in diesen Zellen. Jedes Pärli hat ihre eigene Zelle. Es werden zwei Eier gelegt. Sie brüten das geteilt ausbrüten. Das heisst, in der Nacht brütet das Weibchen, am Tag brütet das Männchen brüten. Nach drei Wochen schlüpfen die Jungen. Die werden auch miteinander aufgezogen, drei Wochen lang gefüttert. Nachher sind sie so weit, dass man sie dort absetzen. Sie können ja auch langsam fliegen und kommen dann in den Jungtaubenschlag.